So, da sind wir wieder. Ja, als wären wir nie weg gewesen. Nee, man fühlt sich manchmal ein bisschen komisch. Hast du nicht eben noch gesagt, du hast keine Knoten? Nee, ich habe einen Knoten. Wollten wir nicht immer einen aufheben wegen Türen? Hast völlig recht, das war ich wieder... Momentan ist es echt alles sehr, sehr verwirrend. Erst siehst du Menschen und jetzt bin ich in diesem Spiel total verwirrt. Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Messias abgelehnt. Er würde es nicht zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura, hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist es ja zu weit gegangen. Bailey out. Aber die haben doch auch dieses Hilfesignal bekommen. Deswegen ist doch Isaac überhaupt hier, oder nicht? War das nicht eher so... Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, weil niemand mehr geantwortet hat. Nö. Energieknoten? Hä? Oh! Energieknoten, ich gehe wieder runter. Kannst du ein bisschen in Richtung Anzug aufwerten, würde ich mal sagen. Ja. Weil du verlierst extrem viel Gesundheit und könntest dich langsam auf dem Weg machen, den nächsten Gesundheitspunkt freizuschalten. Machen wir. Machen wir. Rick. Einsetzen. Und wieder. Warte mal. Nee, doch. Oh. Ich habe gerade überlegt, speichern, aber anders. Doch gerade. Hatte ich eben gerade erst. Ja, da irgendwie war da was. Gut. Aber andersrum, letztes Mal kamen wir doch da nicht hin, oder doch? Also ich kann mich an diese Stelle hier überhaupt nicht erinnern. Weil beim letzten Mal diese Tür noch geschlossen war, die hat sie ja eben erst gehackt. Kann ich mich ducken? Nein. Voll Bammel, dass da irgendwas gleich kommt. Boah, es ist gerade zu viel. Wow. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Diese Zugfahrt endet hier. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Die müssen symmetrisch ausgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Symmetrisch? Ja. Schon mal gehört, Symmetrie habe ich keine Lust. So Symmetrie und so. Schema gefunden. Hier lang. Mhm. So, das heißt, da unten muss ich gleich hin. Ja. So, symmetrisch. Das heißt, in dem Falle, dass entweder alle in der Mitte sein sollen oder alle außen. Wie funktioniert eine Antenne? Also, wie sehen Satellitenschüsseln aus? Das ist auf der einen Seite halt... Dass in der Mitte halt diese der Dings da. Nee, warte mal. Das Außen, das Teil zum Empfang für die mittlere Leistung ist. Das heißt also, eigentlich müsste ich nur mitten in der Mitte das austauschen. Das sind drei. Noch ein Knoten. Okay. Halbleitergold. Ich möchte das Ding nicht öffnen.
Also die Tür jetzt. Willst du den Knoten nicht mitnehmen? Doch. Ja, da ist sogar noch eine Kiste. Mhm. Ich wollte erstmal auf der einen Seite gucken und dann auf der anderen. Scheint gleich eine ziemliche Party zu geben. Nein, ich mag keine Partys. Hier in diesem Spiel mag ich noch keine Partys. Schwerelosigkeit. Ah, ich sehe was. Du triffst nicht richtig auf die Entfernung. Du musst mir die Arme amputieren. Na, wo ist er? Nein! Den suche ich. Warum sind meine Ripper-Klingen so schlecht? Du feuerst sie gerade ab. Ja. Was du vorhin die ganze Zeit machen solltest, machst du gerade. Du feuerst die Klinge ab. Erst will er nicht, dann will er, dann will er nicht, dann will er, dann will er nicht, dann will er, dann will er nicht, dann will er. Ey. Gut, dann weiß ich zumindest, wer auf mich da zukommt. Mhm. Feuer doch nochmal der Übung halber eine Klinge ab. Ja, so. Eine! Du hast mich unendlich. Mit der anderen feuerst du sie einfach nur schnurstracks, bis sie irgendwo aufschlägt. So, und rein. Eintritt Schwerelosigkeit. Da unten ist er. Aber ich lock sie halt hierher. Obwohl ist das ist dumm, ne? Merke ich gerade. Ich will hinterher! Ich will der Stase hinterher! Du Stase. Jetzt verletzt dich selbst in Stase. So. Oh nein! So. Ist zu weit weg. Was? Hab ich ja erklärt mit der Klinge. Dass wenn die Klinge hinterm Gegner ist, dass du runterziehen musst, damit sie über den Boden und der Tür ist. Ah, da ist der letzte. Was zischt denn da eben? Du bist in der Satellitenschüssel. Oh. Okay, so. Okay, ich habe aber jetzt niemanden mehr hier. Es sind drei Gegner gewesen. War das nicht eben vier? Also die du platt gemacht hast? Es waren drei. So, rotes Feld. Da geht Strom durch, gell? So. Okay, also nächstes Rätsel. Wieder ein Rätsel, wo ich mir sage, so ein Abschluss, okay. Also. Grüne Lichter. Ich weiß gar nicht, ob ich die Dinger ausschießen muss. Ich schieße sie nicht aus. Da ist das Chinesen-Symbol dran. Zieh mal hoch. Okay. Das anscheinend funktioniert.
lasse ich mal da. Das scheint nicht zu funktionieren. Das schon. Das heißt, hier hin rüber. Das wurde... Hä? Magnet? Magnet ist für Chinese. Ich lass den da erstmal fliegen. So. Dann stelle ich jetzt erstmal hier hin ab. Gut. Der nächste, das ist der hier. Da oben sind nämlich auch noch welche. Ne, die sind alle inaktiv, inaktiv. Da ist ein aktives. Ein aktives Innen. Wo ist denn überhaupt das Ding da? Ja, der Schaltplan? Ja. An der Wand. Du bist doch im Moment auf dem Boden, wenn du das so sehen willst. Das ist die Decke. Das ist die Decke. Das ist... Was weiß ich? Das ist die Wand. Oder blinkt was? Spring hin. Geht nicht. Doch. Ah, das ist eine Kiste. Es ist eine Kiste und da ist das Ding. Okay. Muss im Kopf drehen. Ja. Ja. Na toll. Okay. Runter mit der Kiste. Knack. Okay. Also, dann kommt der Schaltkreis, weil der draußen außen ist. Warte mal, der ist... Ah, der ist ganz außen. Der ist da drin. Kannst du so sagen. Es sind sechs Arme. Kannst du aber auch sehen. Ja, entweder du machst jetzt einen Wink, Zaunwall, so von wegen hier, Arme. Donk. I say what? Donk. Wirf dir mal eben so eine Parabolschüssel an den Schädel. Ich hätte ja auch einfach nur gehen können. Sehr schön. Also entweder du versuchst mir jetzt wirklich gerade zu helfen mit dem, dass du sagst hier, das sind Arme, dass ich nach außen muss und nicht nach innen. Nein. Aber, okay. Also, das Ding da hinten, muss gleich auch irgendwie fliegen lassen. Ah, geht leider nicht. Bis zwei. Zack. Aber die verlieren jetzt auch nicht die Energie, gell? So, das Ding lasse ich jetzt erstmal dahin lang fliegen. So, fliege hier rüber. Eigentlich schwebst du. Okay, ich schwebe halt. Nimm das wieder mit. Nein. Dahin. Schweb dahin rüber. Nimm das Ding raus. Schleuder es nirgendwo hin, weil ich sie einfach fliegen lasse. Da. Versuchst du immer zu springen? Ja. Kommunikationsarray wieder online. Empfang von Nachrichten möglich. So, weg. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Ich bin hier völlig richtig, gell? Aber ich sage momentan so oft, gell? Gell? Hast du erst diese Runde angefangen? Ah, verdammt. Da ist die Tür, richtig. Und da ist eine Kiste. Ja, da möchte ich dann dementsprechend hin. Hui! Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Kannst du so schlagen. Nee. Du hast auch noch... Deine Fischschelle. Die habe ich auch sehr lange nicht mehr ordentlich benutzt. Ordentlich im Sinne von, dass ich sie... benutze, dass ich weiß, dass ich sie benutzt habe. Ja, dreh dich auch noch so schön. So, dann das dorthin. Und dann... dorthin. Da kannst du nicht ran. Aber ich muss hier runter. Geh einfach, mal sehen, vielleicht geht das ja. Boah.
Okay, ja. Gut. Schön. Sieht toll aus. Ja. Hab nie was Schöneres gesehen. Echt nicht? Dann hast du aber ganz schön wenig im Leben gesehen. Ende der Schwerelosigkeit. Oh. Oh. So, hier ist bestimmt gleich jemand, der mich gern hat. Der mich gern hat? Ich sag, es wird gleich hier richtig fetzen. Wo war hier in der Nähe ein Shop? Weiß nicht. Ach man, ich brauche nämlich noch ein bisschen Strahlenmunition. Ein bisschen ist gut. Du hast ja sehr bescheiden ausgedrückt. Ja, ich habe nur zwei. Was? Nee, gleich wird eine Monsterarmada kommen, ich weiß das. Weil ich in einem großen Raum bin, obwohl bislang lag ich ja immer in der Hinsicht falsch. Bis auf einmal. Bist du nicht an dem Monitor? Ja, und dann kommt die Monsterarmada. Deswegen brauche ich einen Shop. Wie viel habe ich denn überhaupt an Credits? Ach, geht, ne? 6000 etwas. Plasma-Energie habe ich noch relativ viel. Halbleiter habe ich, habe ich auch noch einige. Du bist eigentlich gut ausgerüstet. Schema, Mittel, Luftkanister. Hurra, hurra, der Luftkanister ist jetzt da. Okay. Okay. Klick, klick. Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Nein! Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Ja. Eins dieser Viecher war an Bord. Ja. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler, Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Isaac. Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Nicht schon wieder. Und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins Eis. Nö, nö, nö. Doch, nicht schon wieder. Das AAS-System, das ist doch dein Lieblingssystem. Ja, ich kann mir nichts anderes vorstellen als das. Oh, gut. Speichern.